Liebe Stefanie, wir sind hier in Aure bei der WM. Die zählst wahrscheinlich schon die Minuten, bis du endlich loslegen kannst. Erste Frage, wie ist das Gefühl eigentlich, als Siegerin hierher zu kommen? Ja, also sowas habe ich noch nie gehabt, dass ich eigentlich als Siegerin vom letzten Rennen da zu einer WM herfahre. Damals habe ich als Underdog eigentlich, bin ich Zweite geworden. Und ja, ich glaube, jetzt zähle ich schon ein bisschen zu den Favoriten dazu, aber ich mache mir keinen Druck. Du magst ja keinen Druck, das hören wir natürlich gerne, aber du bist natürlich hier auch eine Medaille holen, darum bist du da. Gold, Silber, Bronze, wenn du das aussuchen könntest, nimmst die goldene, keine Frage. Wie schwer wird es eigentlich hier? Auf alle Fälle. Also wir haben heute schon mal geredet, es gibt bei den Damen genau 15 Medaillen zum Gewinnen. Und ja, wenn ich da dazugehören darf, dann natürlich nimm ich es. Und ich habe noch einige WMs vor mir, glaube ich. Es wird sicher nicht mein letztes sein. Und eine Medaille hängt ja schon bei mir daheim. Und ich weiß, wie schön der Moment war, wie ich die gekriegt habe. Wie war der Moment? Lass uns ein bisschen teilhaben daran. Ja, es ist alles so schnell gegangen, aber ich habe einfach jeden Moment, jede Minute genossen und damals einfach, wie ich die Familie gesehen habe, da habe ich mir gedacht, ja, das war es wert, was ich für mich gemacht habe, wie viel Zeit es geopfert habe für mich und da ist mir dann das erste Mal eine Träne ausgekommen und ja, wenn man dann oben gestanden ist, da, es kann man wirklich nicht beschreiben, das ist so ein bisschen wie mit dem ersten Sieg zum Vergleichen, man hat eine Gänsehaut und man schaut so in die Menge und dann denkt man sich, ja, die sind wirklich alle nur wegen dir da. Und es war echt ein Moment, den ich sicher nie vergessen werde. Von deiner Familie, wer wird hier in Aure sein? Der Papa, der Freund und die Schwester. Die Mama und der Bruder halten daheim die Stellung. Ich meine, sie haben jetzt ein bisschen Verspätung, weil ja der Flug gecancelt worden ist. Aber sie werden morgen und pünktlich zum Super-G kommen. Umso schneller bist du dann im Ziel, oder? Hoffentlich, davon gehe ich aus. Eine abschließende Frage noch. Für dich kommt eine Super-G und Abfahrt in Frage. Gibt es eine Disziplin, wo du dich momentan wohler fühlst? Auf alle Fälle in der Abfahrt. Also im Super-G bin ich zurzeit selten fehlerfrei angekommen, aber wenn es passt im Super-G, dann, beziehungsweise wenn ich keine Fehler habe, dann traue ich mir da eigentlich auch einiges zu. Aber in der Abfahrt, das fällt mir zurzeit einfach ein bisschen leichter. Lieber Stefanie, vielen Dank und tausende Fans zu Hause und wir hier drücken dir natürlich ganz, ganz fest die Daumen. Dankeschön. Danke auch. Danke.